Andreas Lute, herzlich willkommen in Berlin. Wie geht's dir? Ja, hervorragend. Erste Einheit habe ich hinter mir. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich freue mich einfach jetzt loszulegen und mit Union Bundesliga zu spielen. Das ist für mich echt richtig, richtig cool. Ich freue mich auf die Jungs, freue mich darauf, dass es richtig losgeht. Und ja. Was hast du dir für die Saison vorgenommen? Naja, vor allen Dingen Spiele gewinnen mit der Mannschaft. Ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Das ist das, was über allem steht aus meiner Sicht. Da brauchen wir einen richtig guten Teamgeist. Wir müssen uns gegen Mannschaften behaupten, die andere Möglichkeiten haben, denke ich. Aber ich finde einfach, es ist eine coole Aufgabe, das anzugehen als Team. Und für Union ist das sicherlich auch was Besonderes, dann über mehrere Jahre mal in der Bundesliga zu bleiben. Und das wollen wir erreichen. Spurning, der erste Tag nach Bazzaro. Wie ist es wieder in der alten Försterei zu sein? Ja, es ist wunderbar wieder hier zu sein, auf einem saftigen Grün und wieder die Trainingswiese hier zu beackern. Bazzaro war ein tolles Kurztrainingslager wieder. Jetzt sind wir hier, werden uns weiter vorbereiten. Zuerst mit Basics und dann mit Spielformen. Und ja, macht Spaß, definitiv wieder am Platz zu sein. Heute war der erste Tag von Andreas Lute. Wie findest du ihn? Ja, für Andi haben wir uns entschlossen, ihn zu uns ins Torwartteam aufzunehmen, einen Typen zu holen, einen erfahrenen Mann. Er kennt die Bundesliga, er hat viele Spiele in der Bundesliga, viele Spiele in der zweiten Liga, der wirklich gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann und auch gut für das Mannschaftsklima ist. Also da haben wir einen dazu geholt, der uns verstärkt, und ich bin froh, dass der Andi bei uns ist. Und jetzt für die nächste Saison, was habt ihr euch da vorgenommen? Natürlich Klassenhalt. Also das kann kein anderes Thema sein. Also muss der Klassenhalt sein als Zielvorgabe. Und ich glaube, dann haben wir schon Riesiges wieder geleistet, wenn wir das am Ende des Jahres erreichen. Dankeschön.